Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und schon wie jetzt bei der Kommunalwahl werden dann wieder hunderte Wahlplakate auf den Straßen hängen. Darauf werden uns Politiker sagen, was sie tun würden, wenn wir sie wählen würden. Der Landesarmutskonferenz fehlt jedoch schon jetzt ein wesentliches Thema im Wahlkampf. Das ist das Thema Armut. Die Konferenz fordert alle Parteien auf, die Spaltung der Gesellschaft durch die Armut in ihren Wahlkampf aufzunehmen. Und dazu spreche ich jetzt mit Klaus-Dieter Gleitze, dem Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz. Herr Gleitze, in Armut leben, was bedeutet das für betroffene Menschen? Das bedeutet einen Ausschluss von gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe. Das bedeutet einen Ausschluss von Ressourcen auf allen Ebenen. Ein Ausschluss an materiellen Gütern, die für uns selbstverständlich sind, wie ab und zu mal Urlaub zu machen, ab und zu mal ins Restaurant gehen zu können, ab und zu mal ins Theater gehen zu können. Das bedeutet einen Ausschluss an Bildung. Das ist ein ganz erheblicher Mangel. An relativer Armut, das muss man dazu sagen, wir reden hier von relativer Armut bei uns in der Bundesrepublik. Das ist was anderes als absolute Armut im Weltmaßstab, wo es ums nackte Überleben geht, wenn man weniger als $2 pro Tag zur Verfügung hat. Also das ist eine ganz erhebliche Mangelsituation, die auch massive gesundheitliche Konsequenzen hat. Arme Männer sterben circa 8 bis 11 Jahre früher als ihre vergleichsweise normal verdienenden Geschlechtsgenossen. Und bei Frauen sieht es etwas günstiger aus. Die haben höhere Widerstandskräfte, allein deshalb, weil sie Kinder zur Welt bringen müssen und die im Zweifel auch erziehen müssen. Aber die sterben auch 5 bis 7 Jahre früher als ihre in Anführungszeichen normal lebenden Geschlechtsgenossinnen. Immerhin 16% aller Deutschen leben in Armut. Warum wird ein so wichtiges Thema denn im Wahlkampf nicht berücksichtigt? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Man kümmert sich um alle möglichen Randgruppen, was ja auch gut und richtig ist, wie zum Beispiel um die Randgruppe der Millionäre, die gar nicht mal so klein ist übrigens. Da gibt es 1,3 Millionen in Deutschland, die Vermögensmillionäre sind. Also um die kümmert man sich ganz massiv. Die kriegen Steuervorteile, die können ihr Vermögen rapide vergrößern, gerade auch in der Krise. Aber um die 16% Menschen, die in Deutschland und auch in Niedersachsen, das ist ähnlich die Quote von Armut, betroffen sind. Das sind in Niedersachsen ca. 1,3 Millionen Menschen, in Deutschland über 13 Millionen Menschen. Da kümmert man sich überhaupt nicht. Ich kann es mir so nur erklären, das ist eine Gruppe, die hat wenig gesellschaftlichen Einfluss. Das ist leider Gottes eine Gruppe, die geht relativ wenig zur Wahl. Und das ist eine gesellschaftliche Gruppe mit einer geringen Kaufkraft, die auch in Parteien unterrepräsentiert ist. Und da sagt man, na gut, das ist halt ein Kollateralschaden unserer Wohlstandsentwicklung, auf die können wir verzichten. Jetzt haben Sie eben die Millionäre angesprochen. Lassen Sie uns auf die Milliardäre kommen. Da hat das Wirtschaftsmagazin Forbes errechnet, dass die Milliardäre während der Corona-Krise um rund 70% reicher geworden sind. Die Armen hingegen sind ärmer geworden. Woran liegt das? Ja, was im Moment ganz akut virulent ist, das ist ja die Diskussion um die Hartz-IV-Erhöhung, die um skandalöse 3 Euro ab 1.1.22 stattfinden wird. Und wir alle wissen, die Inflation explodiert im Moment gerade. Wir werden Ende des Jahres eine Inflationsrate von 5% haben und die frisst die Hartz-IV-Erhöhung um ein Vielfaches auf. Die frisst nicht nur die Hartz-IV-Erhöhung auf, die frisst auch die Lohnerhöhung, wenn sie denn Niedriglöhner überhaupt bekommen, die ja eher von Lohnsenkungen betroffen sind, ganz massiv auf und vor allen Dingen, und das ist das Tragische und Dramatische an dieser Situation, sie frisst gerade den Etat ganz massiv an, die Inflation, der für das alltägliche Leben so grundsätzlich wichtig ist, wie Nahrungsmittel. Die sind teilweise um 25% im letzten Jahr gestiegen. Da müssen wir denken an die Energiekosten, die durch die Decke gehen werden, auch aufgrund der Klimamaßnahmen, die getroffen werden. Also das sind alles alltägliche Dinge, wo Arme von wesentlich nachhaltiger betroffen sind als Normalverdienende und von Millionären ganz zu reden. Natürlich werden die auch stärker Arbeitslosigkeit. Ich möchte daran erinnern, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Gegensatz zu anderen Arbeitslosenzahlen immer auf dem gleichen Sockel bleibt. Wir haben nach wie vor fast 100.000 Langzeitarbeitslose in Niedersachsen und das seit Jahren. Dieser Sockel schmilzt nicht ab. Haben die Forderungen, die Sie jetzt an die Politik herangebracht haben, schon irgendeine Reaktion ausgelöst? Ha, ha, ha. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Da rührt sich natürlich kein Mensch, was das angeht.
Das muss man leider Gottes ganz brutal und ganz ehrlich so sagen. Und man kann nur hoffen, dass sich vielleicht jetzt durch die große Demo, zu der ich alle aufrufen möchte, am 4.9. in Berlin, wo wieder 200.000-300.000 zusammenkommen werden und für eine sozial gerechte Gesellschaft streiten, dass sich aufgrund dieses Drucks von der Basis vielleicht ein bisschen was bewegt und wir vielleicht eine fortschrittliche Koalition in Berlin haben werden, die ein bisschen was auch für Menschen tut, die normalerweise von der gleichberechtigten Teilhabe ausgeschlossen sind. Die Landesarmutskonferenz fordert Parteien auf, das Thema Armut in ihren Wahlkampf aufzunehmen. Der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, war das. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.